Ja, hallo zusammen. Darf alle recht herzlich begrüßen, alle, die uns jetzt zuschauen, die Anwesenden und auch diejenigen, die mir Fragen geschickt haben. Darf begrüßen aus unserem Trainingslager in Hasewinkel, wo wir die letzten 4 Tage waren, zur Pressekonferenz des anstehenden Bundesligaspiels. Morgen um 15.30 Uhr ist Anstoß in der Bayer Arena in Leverkusen. Das ist unsere nächste Aufgabe. Und darüber wollen wir sprechen heute und die Gelegenheit geben für Fragen einmal an unseren Cheftrainer Felix Magath und auch an unseren Geschäftsführer Sport Fredi Bobic. Fredi, Felix, herzlich willkommen. Ja, zu Beginn denke ich mal die Frage, die alle eint, ja, sowohl die Anwesenden hier im Raum als auch Javier Caceres von der Süddeutschen Zeitung, Thomas Flehmer, dpa, Florian Krebel vom SID. Ein Fazit der letzten Tage. Wie zufrieden, Felix, sind Sie mit dem Verlauf des Trainingslagers? Ich bin ausgesprochen zufrieden mit den Tagen, die wir hier verbracht haben. Ich denke, das hat uns auch noch näher zusammengebracht, was ja auch der Sinn dieses Trainingslagers war. Ein kleiner Wermutstropfen war natürlich, dass wir nicht alle, sondern dass die, die zu Nationalmannschaftsspielen abgestellt waren, erst Mittwoch zu uns gekommen sind. Aber dennoch waren die Trainingseinheiten hier hochintensiv. Und ja, ich kann nur sagen, wir haben eine gute Mannschaft, wir haben eine fitte Mannschaft, wir haben eine sehr willige Mannschaft. Und ich bin sehr sicher, dass wir auch am morgigen Tag in Leverkusen eine gute Rolle spielen werden bei dieser Partie. Und wir werden durchaus auftreten mit der Absicht, auch was Zählbares mitzunehmen in Leverkusen. Dann greife ich vielleicht, bevor ich die Anwesenden fragen, bitte einmal eine Nachfrage von Javier Caceres auf, von der Süddeutschen Zeitung. Was haben Sie in diesen Tagen über den Charakter Ihrer Mannschaft und die Leistungsbereitschaft Ihrer Spieler gelernt? Die Leistungsbereitschaft ist außergewöhnlich. Wir haben, wie gesagt, alle Einheiten, die wir absolviert haben, hier mit höchster Intensität absolviert. Und es gab von Spielerseite aus nie irgendeine Klage, sondern alle waren auch glücklich. Ich denke, die hier dabei waren, Entschuldigung, die können auch bestätigen, dass die Stimmung außerhalb des Trainings, da wird konzentriert gearbeitet, aber dann bei den Mahlzeiten, bei den Essen nachmittags oder abends, da war gute Stimmung, die Spieler waren zufrieden, die Spieler waren glücklich und so haben wir, wie gesagt, hier sehr schön 4 Tage verbracht, die uns zusammengebracht haben auch. Und deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass wir unser Ziel, diesen Klassenerhalt in der Saison zu erreichen, auch schaffen werden. Wo Sie gerade, Felix, bei den Spielern waren, noch eine Nachfrage auch von Javier Caceres. Inwiefern unterscheidet sich die Generation Fußballer, mit der Sie jetzt bei Hertha BSC zusammenarbeiten, von früheren Fußballgenerationen, also von der Generation aus Ihrer aktiven Zeit, aber auch von jenen Generationen, mit denen Sie als Trainer zusammengearbeitet haben? Ja, die Spieler heute sind dann, sagen wir, natürlich beeinflusst durch ihr Umfeld. Damit will ich jetzt zum Beispiel sagen, wenn man vergleichen will, wie früher gespielt wurde und heute gespielt wurde, früher gab es natürlich viel mehr Körperkontakt und der Zweikampf war ein Element im Spiel, das das Spiel belebt hat und das im Grunde überall auf dem Platz geführt wurde. Davon sind wir ja ein bisschen weggekommen. Das hat aber eben auch damit zu tun, dass die Schiedsrichter viel, sag mal, kleinlicher und viel schneller die Pfeife in den Mund stecken und eben Situationen unterbinden, ne, die, sag mal, eigentlich ein Zweikampf, ein normaler Zweikampf sind. Wir haben ja diesen Unterschied, ja, wenn man die englische Liga anschaut und wenn man die Bundesliga anschaut, im Grunde jedes Wochenende. Und dadurch sind die Spieler eben im Grunde angeleitet worden, eben weniger Zweikämpfe zu führen. Und ansonsten, wie ich ja vorher schon ausgeführt habe, wie gesagt, war ich selbst überrascht über die hohe
Leistungsbereitschaft, die in diesem Berliner Kader steckt. Und das ist ja für mich eben richtig schlimm, weil alle, es gab nicht eine Ausnahme, wo ich die Augenbraue hochgezogen hätte und gesagt hätte, was macht der denn da? Alle haben hier mitgezogen. Und vom Trainingseindruck her, vom Trainingsaufwand her, könnte ich im Grunde jeden Spieler bringen. Aber leider gibt es keine Ausnahmegenehmigung und ich kann auch nur 20 in Kader berufen und am Wochenende mit 11 dann auflaufen. In welchen Bereichen konnten denn in diesen Tagen Fortschritte erzielt werden? Die Frage von Thomas Flehmer, der dpa. Ja, natürlich, wie gesagt, erstmal im Zusammenhalt, im Miteinander. Wie gesagt, wir haben ganz harmonische Tage gehabt, wie gesagt, intensiv gearbeitet. Auf der anderen Seite wunderbares Zusammenleben an den Tischen. Selbst wenn das Essen beendet war, sind die Spieler noch sitzen geblieben, haben miteinander geredet, haben miteinander gelacht, haben sich ausgetauscht. Also ich denke, wir sind hier schon noch ein Stück näher zusammengerückt. Und in den Trainingsarbeiten, wenn zu intensiv gearbeitet wird, dann bleibt für jeden etwas hängen, da entwickelt sich jeder. Und ich denke, dass wir uns weiterentwickelt haben. Deswegen bin ich ja auch so zuversichtlich, dass wir morgen auch mit Leverkusen mithalten werden. Fredi, Frage an dich, auch von den Kollegen der dpa. Betrachten Sie die vergangenen Tage als Wellnesswoche angesichts fehlender Störgeräusche abseits der Mannschaft? Für mich persönlich nicht, weil meine Arbeit geht ganz normal weiter, abseits auch manchmal der Mannschaft. Wellnesswoche hört sich gut an, habe ich nicht gemacht, sondern habe auch meinen Job gemacht, den ich machen muss um die Mannschaft herum und um auch vieles auch fernzuhalten. Meetings sind gemacht worden, dann eben online, da kann man sehr viel machen. Deswegen sehe ich das nicht als Wellnesswoche an. Ich bin sehr froh, hier bei der Mannschaft zu sein, dies auch zu spüren, genauso wie unser Trainer das gerade gesagt hat. Das ist etwas, was mich auch sehr positiv stimmen lässt, auch für die kommenden Wochen, nicht nur für Spiel morgen, sondern auch für die kommenden Wochen. Das ist genau das, was wir jetzt zu diesem Zeitpunkt gebraucht haben. Deswegen bin ich auch sehr glücklich, dass wir auch dann dieses Trainingslager auch durchgezogen haben. So. Dann gehen wir jetzt mal zu Sky Sport News und Lisa de Reuter. Funktioniert, sehr gut. Herr Magath, Sie haben gerade gesagt, dass Sie überrascht waren, dass alle Spieler totale Leistungsbereitschaft gezeigt haben. Warum waren Sie überrascht? Ja, weil ich mit etwas mehr Skepsis an die Aufgabe gegangen bin. Es geht ja, das werden Sie ja auch gehört haben, so wie ich es eben gehört habe, dass die allgemeine Leistungsbereitschaft der Generation, ich habe ja auch Kinder, ne, die sind 24, 21, 18, da können Sie sich vorstellen, dass ich zu Hause auch mit den Jugendlichen konfrontiert bin, jeden Tag, insofern auch ja Umgang mit Jugendlichen habe und wie gesagt, ist es ja etwas, was ja in der allgemeinen Tendenz ist, dass man eine Work-Life-Balance in den Vordergrund stellt und Leistung etwas hinten anstellt, vor 10, 20 Jahren der Fall war. Aber wie gesagt, das habe ich hier nicht vorgefunden. Deswegen war ich überrascht, dass alle ausnahmslos eine hohe Leistungsbereitschaft an den Tag gelegt haben und jeder wirklich auch so gut wie er konnte die Trainingseinheiten absolviert haben, und zwar von Anfang bis zum Schluss. Und das hat mich am Anfang irritiert, weil ich denke, was ist hier eigentlich los? Ich hatte natürlich erwartet, dass ich da viel mehr hätte eingreifen müsste, aber das war, wie gesagt, völlig problemlos. Kann, wie gesagt, natürlich auch an unserem Marc liegen, der natürlich immer sehr fordernd auftritt und die Spieler halt auch in jedem Training immer wieder gefordert hat und aufgefordert hat, an die Leistungsgrenze zu gehen. Und das war aber ein ausgesprochen wie gesagt, ein Trainingslager, so wie ich es bisher noch nie erlebt habe. Ja, gerne. Also waren Sie überrascht, weil Sie gedacht haben, die Generation ist anders und nicht, weil Sie eine andere Hertha-Mannschaft erwartet haben. Habe ich das richtig verstanden? Ich war vorbereitet darauf, dass ich viel mehr über Leistungsbereitschaft hätte reden müssen. Aber wie gesagt, das war überhaupt nicht der Fall, und zwar vom ersten Tag an nicht. Sondern diese Mannschaft, deswegen sage ich, wir haben eine gute
Mannschaft Hertha BSC. Und deswegen bin ich auch sicher, dass wir in der Liga bleiben, weil es gibt keinen Grund, warum wir nicht die nötigen Punkte jetzt machen sollen. Wenn wir mit dieser Einstellung, wie wir jeden Tag auf den Trainingsplatz gezeigt haben, in die Partien gehen, dann werden wir unsere Punkte machen. Gleich kommen wir zu dir, Paul, aber es passt gerade rein in den Kontext, weil der Name Marc Fotheringham gefallen ist. Nachfrage von Javier Caceres von der Süddeutschen Zeitung. Ihr Assistent Marc Fotheringham hat gegen Hoffenheim sehr aktiv gecoacht. Er ist nach allem, was man bislang gesehen hat, auch im Trainingsbetrieb sehr tonangebend, haben Sie gerade ja auch bestätigt. Wird er sich oder soll er sich nun, da der Boss wieder da ist, zurücknehmen müssen? Gut, er ist jetzt halt nicht mehr allein gelassen am Spielfeldrand. Aber also eine Fußballmannschaft funktioniert ja nicht anders wie ein Trainerteam. Ein Trainerteam sollte jeder seine Stärken reinbringen. Und ich habe ja zwei Leute mitgebracht, mit Werner Leuthardt, den wir dann bitte auch nicht vergessen dürfen, und Marc Fotheringham, der natürlich für alle hier ein Glücksfall ist. Der eine bringt die Energie, der eine bringt das positive Moment in die Mannschaft, während eben Werner Leuthardt mit seiner Erfahrung in der Trainingsarbeit ein ausgesprochen erfahrener und erfolgreicher Trainer ist, der seine Stärken eben im konditionellen und im körperlichen Bereich hat und mit seiner Arbeit eben auch dazu beiträgt, dass wir solche Belastungen im Training auch verdauen können. Und dazu kommt natürlich aber auch die medizinische Abteilung von Hertha BSC, die auch, wie gesagt, am Limit arbeitet, die auch den ganzen Tag mit den Spielern beschäftigt ist. Und mit diesen Teams haben wir es eben geschafft, jetzt hier problemlos die Tage hochintensiv zu trainieren, aber dennoch halt auch alle glücklich und zufrieden zu sein. Dann gehen wir zu Paul Görgers, BildBZ. Magath, meine Frage zielt in eine ähnliche Richtung. Es war in den letzten Tagen und auch Wochen zu beobachten, dass Sie sich eher zurückhalten im Training. Marc Fotheringham übernimmt viel, gibt viele Kommandos, ist mittendrin im Training. Ist das etwas, was Sie auch in den Jahren jetzt vielleicht entwickelt haben als Trainer, wo Sie Ihr Coaching oder Ihr Trainerdasein auch ein bisschen angepasst und umgestellt haben, sich mehr rauszunehmen, mehr zu beobachten und nur punktuell anzugreifen? Ja gut, es war für mich jetzt sagen wir im Grunde gar nicht anders möglich, denn die Verpflichtung von Marc Fotheringham war ja für mich auch Neuland. Ich kannte ihn als Spieler, ich kannte also ihn mit seiner Persönlichkeit, aber ich habe nicht gewusst, was er bisher als Assistenztrainer bei Karlsruhe oder Ingolstadt, was er da gearbeitet hat, wie er da gearbeitet hat. Und deswegen war es für mich ja am Anfang so und so das Wichtigste, erstmal alle kennenzulernen. Ich komme hier aus München reingeschneit auf einmal und habe, keine Ahnung, 100 neue Leute um mich. Ich muss ja erstmal orientieren. Und wieder für mich ist erstmal das Wichtigste dann gewesen, mich umzuschauen und mir einen Eindruck von Spieler, vom Umfeld zu vermitteln, damit ich die Dinge richtig einordnen kann. Ja, weil das Thema war ja, dass man gleich nach 3, 4, 5 Tagen irgendwann entscheiden muss, wie sieht es denn am Wochenende aus? Ne? Mit welcher Mannschaft geht man denn da ins Rennen? Ne? Wer soll denn spielen? Wer soll wo spielen? Und da musste ich mir halt, was wichtiger für mich, als aktiv in die Trainingsarbeit einzugreifen, erstmal mir selbst ein Bild zu schaffen von den Spielern, aber natürlich auch von Marc, ne? Weil ich ja nie wusste, wie er arbeitet. Und von daher hat sich das alles jetzt sehr, sehr positiv entwickelt. Und wie gesagt, alles, was positiv ist, alles, was gut läuft, ja, so meine Erfahrung, sollte man auch beibehalten. Ne? Da sollte man dann nie unbedingt auch viel ändern. Wenn was nicht läuft, dann müsste man was eingreifen. Und solange das so geht, dann werden wir natürlich die Arbeitsweise, die jetzt Erfolg gebracht hat, auch beibehalten. Dann kommen wir vielleicht zu der einen oder anderen Personalie. Steffen Rohr vom Kicker hat die Frage: Suat Serdar hatte vor ihrem Amtsantritt in Berlin keine einfachen Wochen. Sie setzen voll auf ihn. Warum ist er aus Ihrer Sicht fußballerisch und als Typ so wertvoll für die Mannschaft? Na gut, Suat ist eben einer der Spieler, wie man so schön sagt, die den Unterschied machen können, der durch sein Offensivpotenzial, durch seine Dribblings, aber auch durch seinen Abschluss halt auch das gegnerische Tor in Gefahr bringen können. Und da
brauchen wir natürlich noch etwas mehr Potenzial, als wir bisher gezeigt haben. Und insofern gehe ich davon aus, dass es für uns schon ein wichtiger Spieler ist, um eben dann Offensivqualitäten auch umsetzen zu können. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass Suat, und er hat sich jetzt auch schon entwickelt in diesen Tagen, die wir zusammengearbeitet haben. Und ich habe den Eindruck, dass er auf einem guten Weg ist, für uns auch wirklich ein wichtiger Spieler zu werden. Weitere Frage des Kollegen vom Kicker. Sie setzen auf Erfahrung, geben aber auch Talenten eine Chance, wie im Hoffenheim-Spiel die Einwechslung von Anton Kade, Linus Gechter und Marton Dardai und jetzt die Trainingslagerteilnahme von Martin Winkler zeigen. Kann die Unbekümmertheit der Talente im Abstiegskampf ein Faktor werden? Gut, ich war immer schon ein Trainer. Ich habe ja als Nachwuchstrainer beim HSV angefangen und habe dann anschließend, als ich dann Bundesliga-Trainer wurde, aus meiner Amateurmannschaft schon mal, ich glaube, 8 Spiele gehabt, die dann zu Einsätzen in der Bundesliga kamen. Und ich habe immer dieses Nachwuchsthema gemocht oder ich habe es angeschoben, weil ich glaube, dass es für eine Mannschaft auch wichtig ist, junge Spieler in der Truppe zu haben. Denn Junge bringen eben mit ihrer Unbekümmertheit und mit ihrer Energie einen neuen Impuls in so eine Mannschaft, die vielleicht sonst ein bisschen eingefahren ist. Und ich habe überall, wo ich war, selbst bei Bayern München, auch immer junge Spieler in die Mannschaft gebracht und die haben es immer mit Leistung auch zurückgezahlt. Und insofern, ja, ist das für mich selbstverständlich. Auch wenn jetzt die Situation hier etwas schwieriger ist, als wenn man von Saisonbeginn an mit einer Mannschaft arbeitet. Aber dennoch setze ich auch drauf, dass der eine oder andere junge Spieler uns auch in diesen Abstiegsspielen eine Hilfe sein wird. Bleiben wir bei Personalfragen. Fredi, Frage an dich von David Langenbein von der Deutschen Presseagentur. Können Sie bestätigen, dass der Verein Niklas Stark kein Angebot für eine Vertragsverlängerung machen wird und er den Verein im Sommer verlässt? Und wenn ja, was hat zu dieser Entscheidung geführt? Was ich bestätigen kann, ist, dass wir viele Gespräche geführt haben, auch hinter den Kulissen über das Jahr hinweg. Aber dass es darin herausläuft, dass er seinen Vertrag beenden wird bei Hertha BSC. Oder dass er sich sicherlich verändern wird. Wichtig ist für mich, dass er bis zum Schluss auch alles reinhaut. Und das wird er machen. Er ist ein absoluter Top-Sportmann. Wichtig für die Mannschaft. Hat seine Qualitäten, ist jetzt schon länger hier. Und spürt vielleicht auch in sich auch vielleicht mal eine Veränderung, ja, die ihm vielleicht gut tun könnte. Ja, und klar, viele andere Sachen waren natürlich wirtschaftliche Fragen. Und wirtschaftliche Fragen sind eben heutzutage leider viel wichtiger geworden als das Sportliche manchmal. Und da muss man sich dann auch damit auseinandersetzen, dass es auch schwierig war, ihm ein adäquates Angebot vielleicht auch für eine Verlängerung zu machen. Ja. Wichtig ist für mich aber trotzdem, dass er, und das weiß ich und das wird er auch machen, hat er auch schon selbst auch schon gezeigt, dass er bis zum letzten Tag im Endeffekt alles für Hertha gibt. Er ist lange Zeit hier und will sicherlich auch den Klassenerhalt mit der Mannschaft schaffen, damit er hier auch mit auf dem roten Teppich raus kann. Ja. Dann kommen wir zurück zum Spiel, zum anstehenden Morgen in Leverkusen. Sie haben gegen eine spielstarke Mannschaft wie Hoffenheim im 4-1-4-1-System gespielt und das sehr erfolgreich. Welche Argumente gibt es gegen Leverkusen, daran etwas zu ändern? Tja, da gibt es jedes Spiel, wie sagen die Trainer immer, jedes Spiel ist anders. Das können Sie jetzt auch von mir hören. Aber letztendlich wird es natürlich so sein, dass wir, nachdem wir erfolgreich gespielt haben, dann auch auf dieser erfolgreichen Arbeit weiter aufbauen. Das heißt, ich sehe keinen Grund, ne, warum ich jetzt auf einmal die Mannschaft total verändern sollte, sondern wir waren gegen Hoffenheim sehr gut und ich denke, um auch Sicherheit in die Mannschaft zu bringen, ist es natürlich auch wichtig, dass derjenige, der am Wochenende eben alles gegeben hat, auch dann wieder die Chance erhält, es beim nächsten Mal auch zu zeigen. Wobei nochmal dazu halt kommt, dass der Gegner doch noch berücksichtigt werden muss und insofern könnte sich auf der einen oder anderen Position was ändern, aber
man kann davon ausgehen, dass wir, sagen wir, ähnlich auftreten wie gegen Hoffenheim. Nicht nur, weil es Erfolg gebracht hat, sondern weil wir eben das auch gut gemacht haben. Frage von Florian Krebel vom Sportinformationsdienst. Wo sehen Sie bei Leverkusen Schwächen, die Sie ausnutzen könnten? Sind Standards wie gegen Hoffenheim wieder ein Mittel der Wahl? Ja, natürlich, sagen wir, sind Standards nach wie vor dann für uns ein Mittel, denn wir haben mit Plattenhardt einen Spieler, der sau gut diese Freistöße reinbringt. Und von daher hoffen wir natürlich, dass diese Tore jetzt nicht die letzten waren, die wir durch Standards erzielt haben gegen Hoffenheim, und werden natürlich auch versuchen, jetzt in Leverkusen damit erfolgreich zu sein. Gibt es noch Fragen hier im Raum? Lisa de Reuter, Sky Sport News. Wie charakterisieren Sie denn die Leverkusener Mannschaft? Wie schätzen Sie die aktuell ein? Ja gut, Leverkusen ist natürlich eine Spitzenmannschaft und wie ich das die ganze Saison schon verfolgt habe, gehört Leverkusen aus meiner Sicht zu den vielleicht wenigen Mannschaften wie Dortmund, die den FC Bayern auch mal wirklich gefährlich werden könnten. Gut, bei der Mannschaft hat aber die Saison dann teilweise auch die Kontinuität gefehlt. Und jetzt ist es so, dass natürlich der eine oder andere verletzungsbedingt oder eben halt nicht dabei ist, sodass die Mannschaft, sagen wir, nicht mit dem besten Kader morgen auftreten kann. Und das gibt uns hoffentlich dann, wenn eine Mannschaft eben nicht eingespielt ist, das gibt uns dann sicher auch die eine oder andere Möglichkeit, mal einen Fehler in der gegnerischen Abwehr zu entdecken und den hoffentlich zu nutzen. Paul Gorgas nochmal für Bild BZ. Herr Bobic, wir hören hier einen sehr zufriedenen Cheftrainer mit dieser Woche. Sie waren jetzt auch ein paar Tage mit im Trainingslager. Decken sich die Eindrücke? Sehen Sie da auch in der Mannschaft, die Sie ja jetzt schon länger begleiten, seit Sommer so eine Entwicklung, vielleicht ein größeres Miteinander, mehr Kommunikation? Ja, ist erstmal wichtig gewesen, einfach zu sehen, wie die Jungs trainieren und auch im Austausch mit unserem Trainer und mit dem Trainerteam einfach zu sehen, auch, dass die Jungs mitziehen. Ja, und dass sie, und das haben wir, glaube ich, schon oft gehabt, ja, in den Wochen dann auch davor, dass oft auch diese Trainingsleistungen sehr ordentlich waren, dass die Jungs mitgezogen haben. Das Entscheidende ist es halt, du musst es am Wochenende auf den Platz bringen. Ja? Und dieses Selbstvertrauen und dieses Selbstvertrauen, wo sie sich selbst jetzt geholt haben, dadurch auch, durch den Sieg gegen Hoffenheim, wo sie wirklich miteinander das geschafft haben, das jetzt nochmal hier transportieren, auch in die Tage, in die zwei Wochen, auch die Jungs, die zurückkamen, die da positiv empfangen worden sind, auch gleich mit dabei waren. Das lässt einen ja schon hoffen auf positive Effekte, ja, die dann du halt in die nächsten Spiele bringen musst. Und am Ende des Tages geht es ums Punkten, ja, um nichts anderes ist es. Und um sich selbst zu belohnen für den Aufwand, den man betreibt. Ja. Den Aufwand haben sie oft betrieben, haben dafür aber keinen Lohn gehabt in Form von Punkten. Jetzt haben wir diesen Bock mal auch umgestoßen gegen Hoffenheim. Das gibt Selbstvertrauen und ich weiß, wie wichtig für, und das wissen wir alle, wie wichtig für Fußballspieler, die können alle Fußball spielen, aber wie wichtig Selbstvertrauen einfach auch ist. Und das, wenn du das als Gruppe noch hier fördern kannst und was auch gefördert worden ist, dann ist es natürlich ein sehr guter Effekt, ja, um in den nächsten Wochen, wo jedes Spiel eigentlich für uns ein Endspiel ist, da auch so reinzugehen und daran zu glauben auch, diese Punkte zu machen. Ja. Paul nochmal. Herr Magath, Sie sind, glaube ich, der erfahrenste Trainer aktuell in der Bundesliga. Das glaube ich auch. Gibt es trotzdem noch irgendeine Form von Anspannung, Nervosität, Aufregung vor dem Spiel morgens? Das erste Bundesligaspiel für Sie seit 9,5 Jahren, glaube ich. Wie sieht es da in Ihnen aus jetzt am Tag davor? Ja, guck, wenn Sie jetzt wieder mal das Thema aufmachen, dann 9,5 Jahre nicht in der Bundesliga, dann frage ich mich, warum haben Sie das bei einem anderen Trainer nie erwähnt? Also jetzt mein Partner aus Leverkusen, der hat auch die letzten 10 Jahre nicht in der Bundesliga trainiert. Aber der wird nicht damit konfrontiert. Also ich habe ja 2018 noch in China gearbeitet und habe da eine Spitzenmannschaft trainiert. Und insofern ist das für mich alles gewohnt,
alles wie immer und ich habe keine Anpassungsschwierigkeiten mit der Bundesliga so und so nie, denn da war ich jahrzehntelang tätig und da habe ich eben doch mehr mitgebracht als eben jetzt jemand, der aus dem Ausland das erste Mal dann halt in die Bundesliga kommt. Insofern bin ich, sagen wir, so, wie es immer war und das ist für mich gewohntes Arbeiten. Abschlussfrage von Lisa de Reuter. Herr Magath, wir haben ja jetzt wirklich die letzten Monate, also wir Journalisten, jede Möglichkeit genutzt, um das Training der Hertha zu beobachten. Mhm. Und mir ist aufgefallen, dass die Mannschaft aber ganz anders auftritt, auch beim Training, seitdem Sie da sind. Woran liegt das? Welche Stellschrauben haben Sie gedreht? Weil es wurde ja immer wieder gesagt, die Mannschaft hat gut trainiert in den Wochen, aber die Ergebnisse waren halt nicht da. Ja. Jetzt wirkt beides irgendwie besser als vorher und die Ergebnisse sind halt auch da. Woran kann das liegen? Was glauben Sie? Weil das Potenzial war ja auch vorher da. Das kann ich Ihnen aber nicht sagen, weil ich vorher nie da war. Deswegen kann ich nur darüber reden, was jetzt passiert ist. Und ich habe Ihnen ja gesagt, ich war überrascht, dass vom ersten Tag an eine hohe Leistungsbereitschaft bei allen Spielern da war. Und von daher gab es eben auch keine Probleme. Sie wissen, ich habe klar halt formuliert und es wird ja genauso gut von meinem Assistenten Marc oder von Werner Leuthardt transportiert, dass halt Disziplin bei der Trainingsarbeit sein muss. Wie gesagt, ich bin überhaupt nicht zuständig für das Privatleben meiner Spieler und die können privat machen, was sie wollen. Aber die Zeit, die wir zusammen auf dem Trainingsplatz haben, erwarte ich, das habe ich eben gesagt, dass jeder, ne, so gut wie er eben kann, arbeitet, trainiert und das ist genau passiert und von daher, ja, also ist alles bisher sehr, sehr gut gelaufen. Auch noch an Herrn Bobic stellen, weil Sie haben ja wirklich alles auch beobachtet, immer. Welche Unterschiede sehen Sie denn jetzt? Nein, es ist jedem Spieler auch, und ich habe das ja vorhin, glaube ich, auch in der Antwort so ein bisschen gesagt, das sind dann auch gruppendynamische Effekte, wenn du lange Zeit nicht gewinnst, fehlt dieser Glaube und fehlt das Selbstvertrauen. Und dann hast du diese Effekte nicht. Und das haben wir jetzt mal gegen Hoffenheim geschafft. Ja? Und ich bin da auch immer, ich glaube, da bin ich auf Trainerseite, immer sehr, sehr, sehr vorsichtig. Ja? Das muss man von Woche zu Woche bestätigen. Aber das Entscheidende ist und das Wichtigste ist halt, dass du das erstmal unter der Woche im Training dir erarbeitest. Dann kriegst du auch dieses Quäntchen Glück, was du vielleicht auch brauchst. Ja? Das wir auch gegen Hoffenheim gehabt haben, dürfen wir auch nicht vergessen, ja? Dass die eine Riesenchance hatten. Und wir machen dann irgendwann das Tor, das erste Tor. Das ist uns halt davor nicht gelungen, ja? Aus diversen Gründen. Oder wir haben viele individuelle Fehler gemacht. Also die Fokussierung und das, was unser Trainer auch gesagt hat, auch in die Mannschaft rein zu investieren und alles reinzuhauen, unter der Woche, aber genauso dann später dann auf dem Platz und Fehler auszubügeln, weil Fehler passieren. Ja, die haben wir nicht ausbügeln können, ja, aus unterschiedlichen Gründen, auch manchmal bei den Spielern. Damit kommst du auf den Erfolgsweg. Ja, nichts anderes ist es, ja, weil Fehler werden immer passieren, aber du musst sie minimieren. Ja, und der eine muss für den anderen da sein. Hast du aber nur, wenn du Selbstvertrauen hast und Vertrauen in dein Gegenüber hast oder in dein Mitspiel auch hast. Und an diesen Prozessen ist klar gearbeitet worden, jetzt auch in den letzten 2 Wochen. Eine Münze ist noch nachgeworfen worden, deshalb noch eine letzte Frage. Sind alle wirklich einsatzbereit, so war jetzt der Eindruck gestern, oder gibt es Wackelkandidaten, oder können Sie wirklich aus dem Vollen schöpfen, personell? Nein, also es gibt keine Probleme, die wir momentan hätten. Auch alle, die bei den Länderspielen unterwegs waren, alle, die auch teilweise 2 oder 3 Mal gespielt haben, sind wieder zurückgekehrt. Gut, teilweise unser Lee, der ja im Grunde vorher schon mit Verletzung hingefahren ist, der immer noch Probleme mit dem Sprunggelenk hat. Und dasselbe gilt für unseren norwegischen Nachwuchsmann. Die beiden haben nach wie vor haben jetzt Sprunggelenksprobleme, sodass die nicht zum Kader gehören werden. Dann sage ich vielen Dank. Vielen Dank bei den Anwesenden für die Fragen und auch vielen Dank fürs Zusenden der Fragen. Darf noch den Hinweis machen auf Match der Warm-Up mit Lena und mit Andi Thom. Sehr interessanter Gast. Morgen ab 9 Uhr auf unseren Kanälen, auf den gewohnten Kanälen. Und dann 15:30 Uhr Anpfiff in Leverkusen. Freuen wir uns drauf. Bis dahin. Hau he, bleibt gesund. Ciao, ciao.